den Z-Dioden. Da haben wir wieder so ein Dangling-Ding, zum Beispiel Doppelpunkt, und auf der anderen Seite geht es weiter. Mit den Z-Dioden verwenden wir jetzt die Durchbruchspannung von so einer Diode, wo wir vorher gesagt haben, das macht man nicht. Man baut die Schaltungen so auf, dass wir nie in diesen Durchbruchbereich kommen, und dann braucht man sich keine Gedanken machen, was dort passiert. Aber es gibt Schaltungen, da möchte man den Durchbruch von einer Diode verwenden, und da möchte man natürlich Dioden haben, die genau bei einer gewissen Spannung durchbrechen und nicht irgendwie bei irgendeiner Spannung größer 50 Volt zum Beispiel. Und diese Dioden, das sind eben diese Z-Dioden oder 10er-Dioden. Wann die Z-Dioden und wann die 10er-Dioden heißen, das ist eine Haarspalterei. Das hat damit zu tun, ob der 10er-Effekt jetzt zuständig ist oder der Avalanche-Effekt, und das ist halt jenseits von einer gewissen Spannung ist es dann der Avalanche-Effekt. Für alles, was für uns interessant ist, ist das wurscht. Das sind Dioden, die bei einer gewissen Spannung durchbrechen und wo man genau dieses Verhalten verwendet, und dann sagt man halt Z-Dioden oder 10er-Dioden dazu. Der 10er, der hat halt den 10er-Effekt entdeckt, und dann gab es diese Dioden, und dann ist man nachher drauf gekommen, dass der 10er-Effekt für manche von diesen Dioden gar nicht verantwortlich ist, und der hat dann selber vorgeschlagen, dass man die Z-Dioden nennt, nicht damit da irgendwas nach ihm benannt ist, und er hat gar nicht dazu beigetragen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Gut, also, eine mögliche Anwendung für so eine 10er-Diode, schaut dieses Schaltsymbol dafür aus, ist sowas hier. Was mache ich da? Ich habe eine Spannung von außen, dann habe ich hier eine Diode in Sperrrichtung und diesen Widerstand. Und jetzt haben wir schon gesagt, wir werden diese Z-Dioden oder 10er-Dioden dann verwenden, wenn wir genau wissen, bei welcher Spannung die durchbrechen. Ja, das ist eine Konstantspannungswelle. Sagen wir, die Diode hier bricht zum Beispiel bei 5 Volt durch, und wir haben hier 10 Volt. Naja, wenn wir uns dieses Bild anschauen, dort wo die durchbricht, das ist ziemlich steil, da ist dem eigentlich wurscht, der Diode, wie viel Strom durchfließt. Also irgendwann wird 10 Rauch aufgehen, aber davor ist es der Diode egal, da ändert sich die Spannung nur ganz wenig. Das heißt, die nimmt sich einfach so viel Strom, dass der Spannungsabfall am Widerstand dazu führt, dass dann hier wieder diese 5 Volt abfallen. Und wenn ich hier am Eingang zum Beispiel 6 Volt habe, fließt halt durch diese Diode so viel Strom, dass dann der Widerstand 1 Volt abfällt. Wenn ich am Eingang 10 Volt habe, nimmt die Diode halt viel mehr Strom auf, sodass der Spannungsabfall an diesem Widerstand 5 Volt sind. In beiden Fällen habe ich hier auf der rechten Seite 5 Volt. Das ist mal die einfachste Möglichkeit, um eine konstante Spannung zu erzeugen. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt eine sehr effiziente Art, eine konstante Spannung zu erzeugen, weil ich immer das, was ich mehr habe, in diesem Widerstand hier vernichte. Und da muss ich das noch so designen, dass quasi dieser Querstrom hier so groß ist, dass das ziemlich wurscht ist, wie viel Strom wird auf der rechten Seite entnehmen. Also es gibt Möglichkeiten, das genauer zu machen und ein bisschen effizienter zu machen, wenn man da irgendwie einen Längsregler oder so verwendet. Aber so als erste Näherung ist das ganz gut als Konstantspannungsquelle. Haben wir dann noch einen Punkt? Nein. Also wir haben im Grunde das gleiche Phänomen wieder, was wir heute schon mal gehabt haben. Dass wir einen Widerstandsdiodenspannungsteil verwenden. Wir haben ganz am Anfang diesen Widerstand-Diodenspannungsteiler gehabt und gesagt, und das ist der große Unterschied, dass bei einem Widerstandsspannungsteiler nehme ich mir einen gewissen Prozentsatz von der Eingangsspannung, und hier nehme ich mir quasi konstant etwas am Ausgang, nur da haben wir die Flussspannung verwendet und haben die Diode in Durchlassrichtung betrieben, jetzt nehmen wir halt die Durchbruchspannung und betreiben die Diode in Sperrrichtung. Das Bild im Grunde von der Flussspannung, vom Durchbruch und vom Durchlassbereich schaut sehr ähnlich aus. Also der Grund, warum man hier halt Durchbruch nimmt, ist, dass es möglich ist, die Dioden so zu bauen, dass die halt bei vielen verschiedenen Spannungen durchbrechen. Und ich kann halt irgendwie so eine Z-Diode finden, die halt irgendwie bei 5,1 Volt durchbricht. Ich werde aber keine finden, die eine Flussspannung von 5,1 Volt hat. Und darum nimmt man eben dieses Muster her. Z-Dioden werden fast nie im Durchlassbereich betrieben. Also wenn man irgendwie sich Schaltungen anschaut, wo Z-Dioden vorkommen, dann werden die eigentlich immer in Sperrrichtung vorgespannt.
Und die Schaltungen sind meistens so gebaut, dass quasi der Faltdiode in Flussrichtung so gut wie nie vorkommt. Wenn man es aber trotzdem macht, dann sind das ganz normale Dioden, die halt irgendwo eine Flussspannung haben, ab der sie leitend werden. Als Gleichrichter ist es zum Beispiel nicht unbedingt geeignet. Ja. Also, wenn ich eine Z-Diode wo einsetze, dann sollte ich schon wirklich den Durchbruchfall auch vorsehen. Es hindert mich natürlich nichts, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 2 Volt gleichrichten möchte und ich habe hier 5,1 Volt Z-Dioden, sind nur als Gleichrichtdioden verwendet, aber kommt in der Praxis nicht vor. keine, das kann man so nicht sagen. Also die Frage war, ob die teurer sind als Gleichrichtdioden, aber es gibt Gleichrichtdioden in einem unglaublich breiten Preisspektrum und Z-Dioden auch, also je nachdem, welche Leistungen die vertragen sollen und so weiter und so fort. Also man kann da jetzt nicht sagen, die eine Klasse von Dioden ist teurer als die andere. Und in dem Bereich, wo man halt Signale hat und jetzt nicht immer in Leistungsanwendungen, sind einfach all diese Dioden spottbillig. Also da zahlt man dann in der Regel mehr für die Bestückung als für das Bauteil. Gut, welche Anwendungen fallen uns ein für Z-Dioden? Also eine haben wir jetzt gerade gehabt in diesem Beispiel da oben, in dem wir jetzt irgendwie uns angeschaut haben, was eine Z-Diode eigentlich macht. Aber was könnte man noch machen mit einer Z-Diode? Wozu könnte man das brauchen? Rauschen. Ja, Rauschen geht immer. Okay, was anderes. Außer Rauschen. Ja, kann man das über eine Z-Diode machen. Wenn er nicht viel sauft, ist es kein Problem. Wie gesagt, solange man keinen Strom entnehmen möchte. Das Problem ist bei dieser Schaltung hier, warum ist es problematisch, wenn ich da Strom entnehmen möchte? Ist nicht. Ja, ist nicht. Das Problem ist, wenn man den Strom nicht entnehmen. Würde ich nicht sagen. Sagen wir, der Widerstand ist 1 Ohm. Ja. Sagen wir, die Spannungsquelle sind 10 Volt. Sag mir, ich will 100 Ampere entnehmen. Ja, das scheitert dann noch 1 Ohm wieder. Genau. Das heißt. Aber den kann man nicht kleiner machen. Ja. Aber gut, dann bringe ich das Problem ist, sagen wir, diese Diode hier vertragt maximal 10 Ampere. Mhm. Jetzt haben wir 10 Volt und einen 1 Ohm Widerstand. Ja, sagen wir, das ist eine 5 Volt Z-Diode, sagen wir, sie vertragt maximal 5 Ampere, weil das ist dann genau das. Wenn da keine Last dran hängt. Dann kann ich aber quasi mit der Last maximal 5 Ampere entnehmen, weil danach verliere ich mehr als 5 Volt an diesem Widerstand. Jetzt kannst du natürlich sagen, na gut, wenn ich 100 Ampere entnehmen möchte, dann nehme ich da halt einen viel kleineren Widerstand. Aber dann funktioniert die gleiche Schaltung auf einmal nicht mehr im Leerlauf. Weil im Leerlauf der gesamte Strom, der durch den Widerstand durchfließen muss, damit ein Widerstand 5 Volt abfallen, durch diese Diode durch will, und das verträgt die halt nicht. Also wir sehen, das Problem bei dieser Schaltung ist, dass es eigentlich sehr stark davon abhängig ist, wie viel Strom ich entnehmen möchte. Wenn ich relativ gut weiß, dass das nur sehr wenig Strom ist, ist das kein Problem. Darum geht das mit dem Mikrocontroller auch. Weil die Mikrocontroller, wenn ich da jetzt nicht am Mikrocontroller wieder irgendwelche LEDs hängen habe, die leuchten wollen, dann sage ich, da brauche ich vielleicht ein paar Milliampere, dann dimensioniere ich diese Schaltung halt so, dass da im Leerlauf, wenn ich nichts anschließe, 10 mA durch die Z-Diode durchfallen und wenn ich dann halt ein paar von diesen mA durch den Mikrocontroller durchschicke, ist es auch gut. Aber mehr als 10 geht dann halt nicht mehr. Und da gibt es eben andere Bauteile, die können das ein bisschen besser machen. Gut, also welche Anwendungen fallen uns noch so ein? Was könnte man machen mit so einer 10er-Diode? Genau, das ist eine Möglichkeit. Da müsste ich dann Transistoren zu verwenden, die kommen dann noch. Sagen wir, ich habe eine Schaltung, die möchte mit 5 Volt versorgt werden. Und wenn ich 10 Volt reinstecke, ist sie hin.
Wie würde ich das machen mit einer Z-Diode, dass das nicht passiert, dass die hindert? Ja. Also eine sollte es einmal reichen. Nicht? Also wir haben da unsere Anschlüsse. Und wir sagen mal, verpolen ist nicht, also uns interessiert was ja nicht, wenn man Plus und Minus vertauscht, sondern wenn man zu viel Spannung reinschickt. Da ist Plus und da ist Minus. So. Und da hängt dann halt hier irgendwie unsere Schaltung dran. Das ist mein Widerstand, unsere ganze Schaltung ist immer ein Widerstand, das ist einfach zum Abstrahieren. Sind das Stecker? Das sind Stecker, ja, das sind Steckverbinder. Und wir haben da dazwischen einfach nur quasi zwei Kabeln. Und jetzt sagen wir hier bei dem Widerstand, das ist ein seltsamer Widerstand, der ist spezifiziert auf maximal 5 Ampere. Maximal 5 Volt. So. Wie stelle ich jetzt sicher, dass da nicht mehr als 5 Volt an dieser Schaltung anliegen? Vielleicht mit einer 10er-Diode und da in Serie noch ein Widerstand ein? Ja, das wäre genau die Schaltung, die wir oben gehabt haben. Ich zeichne mal nur die Z-Diode ein. So. Und das ist so eine 5 Volt Z-Diode, die halt bei 5 Volt dann anfängt durchzubrechen. Und jetzt könnte man da natürlich einen Widerstand einbauen. Dann hat man immer das Problem, wenn jemand nur 5 Volt anschließt, muss er trotzdem durch den Widerstand durch. Nein, also ich hätte gemeint. In Serie hier. In Serie, ja, ja. Ja, ist auch blöd. Sagen wir, jemand schließt da 10 Volt an, dann fallen 5 Volt an dieser Z-Diode ab, aber dann fließt dieser Strom durch den Widerstand durch. Das heißt, ich habe zusätzlich zu diesen 5 Volt den Spannungsabfall an den Widerstand und in Summe ist das natürlich mehr als 5 Volt, die dann auch an der Schaltung abfallen. Ja, das ist es. Wir machen da eine Sicherung hinein. Und was passiert jetzt, wenn man mehr als 5 Volt anlegt? Dann fließt ein unendlich großer Strom durch diese Z-Diode. Weil die sagt halt 5 Volt, mehr ist nicht. Und das wird die Z-Diode natürlich nicht lang durchhalten, dass die da einen massiven Strom hat. Aber darum tun wir die Sicherung dran, weil das ist eine wesentliche Eigenschaft der Sicherung, dass die das noch kürzer durchhält, wenn da ein zu großer Strom drin ist. Das heißt, so wie jemand da eine größere Spannung anschließt, brennt mir die Sicherung durch. Ein kurzer Strompuls geht durch diese Z-Diode, aber eben keiner, dass die sich da massiv aufheizen wird, sondern die Sicherung, die fliegt und die kann man leicht tauschen. Wie viel Milliampere hat die Sicherung da zum Beispiel? Das hängt halt davon ab, was deine Schaltung da haben möchte. Ich weiß halt, ob die Sicherung schnell genug ist für die Diode, oder? Ja. Genau, das muss man halt entsprechend dimensionieren. Sag ein Beispiel, das funktioniert. Sag ein Beispiel, das funktioniert. Naja, diese Sicherung hat ja auch einen gewissen Widerstandswert. Das heißt, der Strom durch die Diode, der ist ja nicht unendlich groß. Zusätzlich hast du natürlich den Verpolungsschutz auch. Ja, weil wenn du es umpolst, da hast du halt dann zumindest die Flussspannung von der Z-Diode auch an der Schaltung abfallen. Also gibt es da, weiß ich, wie schwache Sicherungen es gibt, wird da keine 20 mA Sicherungen geben oder, naja, vielleicht schon. Ich denke schon, ja. Aber Schmelzsicherungen mit 20 mA? Ja, sicher. Ja, okay. Weil die Zener-Dioden, die halten ja oft nicht sehr viel aus. Naja, die halten keine konstante Leistung aus, ja, für lange Zeit. Aber das müssen sie auch nicht. Sie müssen ja quasi nur die Energie aushalten, die durch sie durchgeht, bis die Sicherung fließt. Ja. Fliegt. Und da muss man sich halt ein bisschen was überlegen, was kann ich erwarten. Natürlich kann ich jetzt das nicht so machen, dass wenn da jemand hergeht und irgendwie die Hochspannungsleitung direkt an die Schaltung anlegt, dass dann sagt, ja, die Sicherung fliegt und aber das ist ja ein unrealistisches Beispiel. Nicht? Kannst du mit einer 200 Milliampere Sicherung auch gehen? Nein, es geht. 200 Milliampere Sicherung, die normalen 10er Dioden, würden die das kurz genommen? Was ist eine normale 10er Diode? Ja, die halten so 20 Milliampere aus im Dauerbetrieb. Ja, aber erstens ist Dauerbetrieb nicht... Ja, ja.
nicht, hier nicht der Fall. Und zweitens, je nachdem, wen du fragst, der versteht was anderes unter der ZTO. Ja? Wenn du jemanden irgendwie fragst, der im Leistungsbereich unterwegs ist, ja, der ist verdutzt, wenn er eine ZTO sieht, der einen Durchschnitt von weniger als 3 cm hat. Ja? Also, gibt es die groß auch? Die gibt es riesig, ja. Okay, ja, dann. Und natürlich muss man sich das überlegen, welche Ströme würden da durch die ZTO fließen und wie lange und was ist der thermische Widerstand, der dieser NP-Übergang zur Außenwelt hat. Da gibt es auch mit Kühlkörpern. Ja, die gibt es mit Kühlkörpern und allem drum und dran. Was ist da drinnen eigentlich in so einer ZTO? Silizium. Und dann halt eben dotiert in der entsprechenden Geometrie, dass dann halt was rauskommt. Keine Ahnung, wie das geht. Ich kaufe es als Bauteil. Ich glaube, die sind recht stark dotiert. Aber also das ist eine Schaltung, das findet man auch sehr, sehr häufig als Schutzschaltung in irgendwelchen Dingen. Und das ist, also sich vor Überspannung schützen, ohne quasi da in diesen Pfad allzu viel reinzutun, dass man da Widerstände und so hineinhängt, ist eigentlich relativ schwierig. Und das ist ein Schaltungsmuster, das geht ganz gut. Natürlich hat die Diode auch eine gewisse Anspruchzeit und so. Also es ist dann auch nicht so, das wird dann immer noch einen kurzen Puls sehen und dann muss man schauen, wie viel kann das eigentlich dissipaten. Aber in der Praxis findet man solche Schaltungen. Ich habe jetzt nur kurz überlegt, vielleicht führt das zu weit, aber wie würde ich deinen Verbolungsschutz jetzt noch dazu machen, weil ich immer überlege, dass ich vielleicht eine andere Diode dazuschalte, aber dann habe ich wieder das... Also es hängt davon ab, bei all diesen Dingen ist es, die sind nie perfekt. Ja? Also auch diese Schaltung, das ist nicht so, dass ich was jetzt sage, da wird dieser Verbraucher hier nie mehr als 5 Volt sehen, sondern für einen kurzen Augenblick vielleicht schon. Und wenn ich da jetzt einen Puls durchschicke, dann wird diese Schaltung ein bisschen was davon mitbekommen. Und dreifach vorher gemeint, wenn man das verpolt, dann wird diese Diode ja in Flussrichtung betrieben und dann fliegt die Sicherung genauso, weil ich dann da quasi so einen Kurzschluss habe. Aber natürlich, bis die Sicherung fließt, sieht diese Schaltung hier die umgepolte Spannung, aber natürlich nur in der Größenordnung von der Flussspannung dieser Diode. Wenn das irgendwie 0,6 Volt ist, dann ist halt eine Schaltung mit 0,6 Volt verpolt. Das ist aber in der Regel kein Problem, weil viele Mikrocontroller und so halten das aus, wenn du sie auf 0,6 Volt verpolst. Man könnte in der Versicherung noch eine Diode einbauen. Dann verliert man halt wieder was. Aber dann hat man den Verpolungsschutz. Genau. Gut. Gut, dieses Experiment machen wir jetzt nicht. Das wäre auch was für die Experimentiergruppe oder so, dass man das dann mal aufbaut und misst und dann sieht, wie diese Z-Dioden sich verhalten. Diese beiden Schaltungen möchte ich noch durchdiskutieren. So, bei diesen Schaltungen, das ist im Grunde so etwas Ähnliches wie das hier, die Idee. Ich habe ein Signal. Das geht quasi da hinein und kommt da wieder hinaus. Und das soll halt in dem Bereich von 0 bis 5 Volt sein. Und ich habe zwei Möglichkeiten, das zu implementieren. Und hier links haben wir 5 Volt Z-Dioden. Und hier rechts haben wir ganz normale Dioden. Die Frage ist, wie funktioniert die linke Schaltung, wie funktioniert die rechte Schaltung, was sind die Unterschiede, die wir da sehen und vor allem, wo fließen die Ströme, in welchem Fall. Das heißt, genau, das heißt, das ist die 5 Volt Versorgungsrail. Also ich schließe quasi das an Ground, also an 0 Volt an und da schließe ich an 5 Volt an, in der Hoffnung, dass ich mein Signal auf diesen Bereich limitiere von 0 bis 5 Volt. Und quasi alles, was mehr ist und alles, was weniger ist, klippe, indem ich halt den Strom irgendwie hin. Minus 2 oder was Volt Eingang und diese
ein ZTO, der hat ja auch eine Vorwärtsspannheit von 0,6 aus 1. Ja. Das heißt eigentlich der Ground, sozusagen Ausgleich, klippe ich ja erst ab, minus 0,6 oder? Das ist der Fall in der rechten Schaltung, in der zweiten, ohne den ZTO. In der linken Schaltung komme ich nicht so weit. Also da geht's, das ist das Interessante an der linken Schaltung. Da geht es wirklich ab. Ja, aber kommt ungefähr. Kommt auf die ZTO an, genau. Wie groß die ist. Ja. Wie viel Input hast du überhaupt? Von wie viel bis wie viel? Und wie viel, also okay wäre 0 bis 5 Volt. Und dann sagen wir mal zwei Beispiele für nicht okay. Ne? Plus minus 10 Volt. Plus minus 12 Volt, Serie. Nicht okay. Da hätten wir zum Beispiel, sag mal, minus 0,5. Oder plus 5,5. Das wären mal so Beispiele, für was wäre nicht okay. Und die Vorwärtsspannung ist 0,6 oder? Mhm. Also, im Fall minus 0,5 Volt. Wo fließt der Strom? Auf die 5 Volt drauf, bei einer Durchdruckspannung von 5 Volt bei der 10 Ampere. Genau, also der Strom kommt von 5 Volt und fließt in diese Leitung mit hinein und zieht diese Leitung sozusagen nach oben. Weg von diesem negativen Ding hier. Also weil die Differenz zwischen 5 und minus 0,5 auf 5,5 ist. Weil die Differenz zwischen der 5 Volt Rail und genau, der genau. Die bricht durch, wenn da mehr als 5 Volt abfällt. Jetzt fallen aber 5,5 Volt ab, weil der eigentlich auf 0,5 liegt. Damit wird diese Diode leitet und versucht sozusagen, macht quasi einen Kurzschluss zwischen dem Eingang und der 5 Volt Rail oder einen quasi Kurzschluss, sodass das quasi wieder Richtung 5 Volt geht. Bis halt dann irgendwann diese 0 Volt überschritten werden und dann wird die wieder nicht leiten. So, was passiert im rechten Fall? Wenn ich minus 0,5 Volt einschicke. Also die sozusagen von 5 auf das Signal, die bleibt sperrend, weil die hat wahrscheinlich eine Durchdruckspannung, die ist jenseits genau. Von dir. Und die andere wird eine Vorwärtsspannung von 0,6 oder sowas, wie wir gesagt haben, also wird auch nicht. Also das ja. Geht einfach durch als. Also die 0,5, das spricht sozusagen diese Schaltung noch nicht an. Okay, was ist bei minus 1 in dem Fall? Dann wird das auf die minus 0,4 oder so, also das, diese 0,6. Genau, aber wo fließt dann der Strom? Von Ground in die. In die. Genau, also wir entnehmen dann aus Ground Strom. Wir haben ja außen ein Potenzial, das noch unter Ground liegt, also das passt schon. Und ziehen das dann quasi mehr Richtung Ground. Das funktioniert aber erst ab dieser Flussspannung hier. Und das Interessante ist, der Strom kommt dann aus dem Groundnetz. Hier kommt der Strom von der 5 Volt Rail. Schauen wir uns, das ist noch okay für viele Fälle. Schauen wir uns mal den anderen Fall an, mit der positiven Spannung. Wenn wir plus 5,5 Volt anlegen, dann funktioniert diese Schaltung bereits. Wie fließt Strom? Die untere Zener-Diode. Durch die untere Zener-Diode, weil die ja ab 5 Volt leitet wird. Das heißt, der Strom fließt in Ground hinein. Das ist auch eine normale Stromrichtung sozusagen. Wenn wir eine positive Versorgungsspannung haben, aus der Versorgungsspannung kommt Strom und in das Ground-Netzwerk fließt Strom hinein. Auf der rechten Seite natürlich mit dem gleichen Argument wie vorher. Ups. Die hat eine Durchbruchsspannung von jenseits von Gut und Böse, die wird da nicht sperren, aber wenn wir quasi so 5 Volt, zum Beispiel 6 Volt anlegen, wird die leitet werden. Und dann fließt der Strom in das 5 Volt Netz hinein. Was ist das Problem damit, dass Strom in das 5 Volt Netz hineinfließt? Da gibt es vielleicht manchmal so als Verbundungsschutz irgendwelche Dioden, die das verhindern. Das könnte sein. Oder noch schlimmer, es gibt nichts, was das verhindert. Aber meine Quelle ist darauf nicht vorbereitet. Wenn das eine Batterie ist, also jetzt kein Akku, Akku sollten auch nicht so laden, aber wenn das eine Batterie ist, die mag das nicht, dass ich da Strom hineinschicke. Oder du hast irgendeinen Logikschaltkreis dran, der halt nur 5 Volt verträgt, dann geht der auch in Rauch. Genau. Also das, man kann so durchaus auch versuchen, dass
das in den Griff zu bekommen, dass quasi zu hohe Spannungen oder zu niedrige Spannungen in meine Schaltung hineinfließen. Aber erst spricht später an, weil ich mindestens die Vorwärtsspannung von den Dioden habe. Aber vor allem, es fließt ins falsche Netz. Wenn ich eine Eingangsspannung, die zu hoch ist, habe, dann möchte ich ihn mit Ground kurz schließen. Weil Ground ist das, wo wir quasi den Strom hinschicken wollen, wenn wir mit positiven Versorgungsspannungen arbeiten. Und wenn ich einen Eingang habe, der zu niedrig ist, dann will ich den Strom, der notwendig ist, um das anzuheben, aus dem Versorgungsnetz nehmen. Also das ist ein wesentlicher Vorteil von der Schaltung, dass wenn die anspricht, fließt der Strom genauso, wie das von der Quelle normalerweise vorgesehen ist. Und in dem Fall wird es genau falsch rumfließen und nicht jede Quelle mag das, dass wir Strom aus dem Groundnetz entnehmen oder Strom in die positive Versorgungsspannung zurückschicken wollen. Weil, glaube ich, beim zweiten ist, kann man ja dann noch passieren, dass mein Input-Signal das auch nicht mag, wenn dann sozusagen aus dem Groundnetz ich dann ins Richtung Input-Signal im Endeffekt Strom schicke. Ja. Das kann ja auch noch passieren. Aber das ist, also das ist der Grund, warum man hier Z-Dioden einsetzt. Man sieht, die Topologie ist die gleiche. Also wenn quasi da aus irgendeinem Grund die Spannung so schnell ansteigt, dass sie die 0, dass sie zum Beispiel 6 Volt erreicht, dann würden einfach beide Dioden anfangen zu leiten. Die, weil sie im Durchbruch ist und die, weil sie in den Flussbereich kommt. Aber normalerweise wird quasi die, weil sie durchbricht, schon einen Kurzschluss zu Ground liefern, der halt gut genug ist. Da gibt es unten diese Frage hier, welche Komponente nimmt in diesen Schaltungen die Rolle des Widerstands ein? Welcher Widerstand? Ja, genau. Also hier haben wir einen Widerstand gehabt. Aha, okay. Wo wir gesagt haben, wenn die Z-Diode dann anfängt zu leiten, dann zieht sie Strom. Das führt dazu, dass es einen Spannungsabfall an den Widerstand gibt und dann passt wieder alles. Jeweils die andere? Nein, aber wenn wir hier quasi eine Spannungsquelle, eine ideale Spannungsquelle anschließen, also und dort sagen wir 5,5 Volt, ja, dann fließt ein unendlich großer Strom durch diese Z-Diode und für unendlich ist das sicher nicht spezifiziert. Das heißt, das wird nicht funktionieren. Irgendwo brauche ich was, wo diese Spannung abfällt, wenn da anfängt ein massiver Strom zu fließen. Und was wird sich da quasi, was könnte das sein, wo könnte diese Spannung abfallen? Wenn ich diese Schaltung an der nicht idealen Spannungsquelle. Genau. Also entweder am Kabel, was natürlich auch sein kann, aber vor allem, wenn ich sage, das ist eine Signalleitung, dann heißt das, dass das, was das treibt, in der Regel keine ideale Spannungsquelle ist. Sondern irgendetwas, das selber einen Innenwiderstand hat. Und meistens macht man das ja nicht, weil dieser Eingang hier beschließen könnte, er geht jetzt konstant auf 5,5 Volt und bleibt dort für alle Ewigkeit, sondern das sind irgendwelche Überschwinge, dass der quasi für einen kurzen Zeitbereich da mal den gültigen Bereich verlässt, bevor er wieder in diesen gültigen Bereich hineinkommt. Und wenn es nur um solche Sachen geht, dann kann ich einfach sagen, das ist begrenzt durch den Innenwiderstand von dieser Quelle, mit der ich das Signal liefere, dass ich dann hier auf die Versorgungsspannungen klippen möchte, damit das irgendwie nicht überschwingt und seltsame Dinge tut. Schafft man das, dass man so auf ICs, auf 10er-Dioden macht? Oh, ja, also schaffen tut man das auf jeden bei Fall. Bei den Controller, die haben ja da unterschiedliche Dotierungen an unterschiedlichen Stellen verwendet. Also meines Wissens nach haben die Mikrocontroller keine 10er-Dioden an den Eingängen, sondern die haben de facto das hier als parasitären Effekt. Also wenn man sich die Eingangspins anschaut auf so einem, ja, dem Siliziumkristall, der da der Chip ist, da gibt es da so Ringstrukturen um diese Pins, die Guardrings, und das sind im Grunde ringförmige Dioden, wo quasi der eine Anschluss in der Mitte ist und der andere Anschluss ist außen von dem Ring, um solche Schutzschaltungen zu machen, wo es nur darum geht, dass das gleich ins Versorgungsnetz fließt und nicht irgendwie im Chip drin dann seltsame Dinge tut. Bei denen fließt es dann in die verkehrte Richtung. Bei denen fließt es dann in die verkehrte Richtung. Und das kann man, für manche Hacks wird das auch genutzt. Also es gibt, wenn man irgendeinen Mikrocontroller nimmt und einfach an einem IO-Pin, sagen wir eine Art Mega, und liegt an einem IO-Pin irgendwie 5 Volt an, dann wird der einfach laufen. Weil er dann quasi über diesen Pin versorgt wird.
Da ist dann quasi diese Diode, über die fließt die Versorgungsspannung rein. Ich schließe 5 Volt ab und laut Datenblatt kann der halt irgendwie ab 3,3 Volt. Das heißt, drinnen wird das schon passen, solange er nicht zu viel Strom will. Also wenn ich dann eine externe Leiter mit zum Beispiel schalten möchte, dann wird er durch diesen Teil zu viel Strom durchfließen, dann wird er nicht mehr stabil rennen. Aber es gibt zum Beispiel einen ganz berühmten Hack, wo man mit einem PIC das RFID-Protokoll spricht, wo einfach nur an einem IO-Pin die Antennenkonfiguration dranhängt und der versorgt dann auch gleich über diesen IO-Pin. Also da ist einfach nichts angeschlossen an den Versorgungsleitungen. Also das kann einem sozusagen passieren. Manche Leute verwenden das sogar als Feature. Garantiert wird das natürlich nicht vom Hersteller, dass das geht. Was man durchaus findet, ist, dass man an einem Eingang eine Z-Diode extern drauf hat. Oder zwei. Also das ist durchaus auch eine Art und Weise, zum Beispiel eine Transmission-Line zu terminieren, dass ich da nicht einen Abschlusswiderstand nehme, sondern eine Z-Diode nehme. Es gibt Fälle, da würde man das machen. So, die Stromflüsse haben wir uns angeschaut. Gibt es noch Fragen zu unserem heutigen Thema Dioden? So, na gut, dann sage ich danke, ich bin jetzt noch ein bisschen hier. In einem Monat machen wir weiter mit den Transistoren. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich in einem Aufwasch das Thema Dioden erledigt. Wir werden natürlich noch Dioden immer wieder sehen jetzt. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr zur Experimentiergruppe kommt oder wenn ihr daheim irgendwie herumbastelt, dass ihr mal schaut, dass ihr mit diesen Dingen arbeitet. Dass ihr ein bisschen sattelfest werdet, mit diese Dinge vielleicht auf dem Breadboard auch aufbauen, ein bisschen messen, um alle Vorstellungen stimmen. Weil wir jetzt dann wirklich anfangen, Schaltungen zu bauen. Also ihr seht die Anzahl der Bauteile, die wir da in einer Schaltung verbauen und die wir verwenden, um Dinge zu erzeugen, werden jetzt immer größer. Das heißt, das war halt schon gut, wenn irgendwie die Dinge, die wir bis jetzt besprochen haben, irgendwie so sind, dass man das sieht und jetzt nicht lange darüber nachdenken muss, was dieses Symbol hier rechts oben zum Beispiel bedeutet. Okay, dann sage ich danke.